Und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video. Und zwar, heute erkläre ich euch, wie man das Ganze... Ja, ich rede. Letztes Mal hat nicht funktioniert, deswegen habe ich geguckt. Heute zeige ich euch, wie man diesen Abonnent sieht und wie man diesen Chatfenster sieht, den ihr... immer bei mir im Stream seht, im Video oder im Livestream. Es ist ganz einfach. Ihr müsst zunächst auf Anmelden gehen. Auf Anmeldung. Und jetzt sagt der Anmelder oder Registrier, wo du dich anmelden möchtest. Und ja, entweder über Twitch, also wenn du Twitch Streamerin bist oder Streamer, dann musst du auf Twitch anmelden, über Twitch Account. Wenn du YouTube streamst, dann über YouTube Account oder Google Account. Dann über Facebook Account und so weiter. Und die meisten sind ja YouTuber und deswegen müsst ihr auf YouTube klicken. Aber ich werde es kurz schwarz machen. Ich schaue ihm, ja. Es ist schwarz, ihr seht nichts. Weil ich muss jetzt da drauf gehen und meine Account wählen. Dann zeigt er, welchen Konto. Es ist wichtig, dass ihr ein Google-Konto habt. Weil damit meldet ihr euch an. Damit. Und ich melde mich auf meinen Account an. Auf meinen Google-Account. Und. So. Ihr seht jetzt wieder. Was ich hier mache. Hier seht ihr meine Streams. Hier unten. Das seht ihr. Was ich gestreamt habe. Und wie lange und so. Und hier seht ihr die Abonnenten, wie viele heute abonniert haben. Und wie viele heutige Tipps kamen oder Einnahmen kamen. Egal. Das hier ist unwichtig, das ist uninteressant. So. Und dann geht ihr auf Benachrichtigungsbox, also eigentlich hieß es mal Warningbox, aber es heißt Benachrichtigung, weil es ist ja halt deutsch übersetzt. So, und hier könnt ihr den Text, Ausgabetext, ja genau, das ist der hier, glaube ich, ja. Also, nee, das ist falsch. Irgendwas habe ich jetzt gemacht. Ach so, nee, das ist falsch. Nee, Ausgabentext ist nichts. Aber es sieht es schön, ne? Nee, Ausgabetext ist was anderes. Ausgabentesten. Ich hab Texten gelesen. John hat 98 Euro. This is a test donation for 98 Euro. Nee, das brauche ich nicht. Also das, was ihr gerade gesehen habt, das braucht man nicht. Das war jetzt nur, was ist das? Weil ich das ich erst zuerst gesehen habe. Aber nee, ihr braucht, hier ist das, was ihr Text einstellen müsst. Warte mal, genau. Er kann ja auch Farben, Hintergrundfarben machen, Benachrichtigungsverzögerung, wie viel es verzögert ist, bei mir ist jetzt 5 Sekunden. Das habe ich deaktiviert. Das will ich nicht, dass es manuell genehmigt wird. Deswegen habe ich deaktiviert. Benachrichtigungs-Moderationsverzögerung habe ich auf 0 jetzt gemacht. Und hier kann dir noch eigene schlimme Wörter, schwarze Liste draufpacken, was nicht hingehört. Keine Ahnung. Dann geht ihr auf Abonnenten hier. Zunächst geht ihr jetzt halt, was ihr bei mir immer seht, wenn ihr jemand abonniert. Es ist wichtig, welche Animation, also hier kann ihr wieder Text, ob es mittig sein soll oder so sein soll oder so sein soll. Bei mir ist es so. Und hier könnt ihr je nachdem, was ihr unten nach unten einblenden oder so, ihr könnt immer, bei mir ist es einblenden und ausblenden einfach, weil es für mich halt angenehmer ist. Aber ihr könnt halt immer austesten und so. Ist wichtig, dass ihr euch auch aktiviert, also Abonnentenbenachrichtigung aktivieren, damit ihr seht,
wer dich abonniert hat. Und ich habe halt diesen Emote von der Legend Zelda, das Bild, aber ihr könnt dann andere nehmen. Es gibt auch Mario, es gibt auch mit Pferden, es gibt alle lustige Sachen. Und ihr könnt auch einstellen, was ihr, welche Animationen, ob es flattern soll, ob es Gummibahn, Bälle, Wackeln. Ich habe das Flattern. Und dann könnt ihr auch die Lautstärke, bei mir ist es 10%, weil ich will nicht, dass es zu laut ist. Bei Nachrichtsdauer habe ich 16 Sekunden und Textverzögerung habe ich 4 Sekunden. Also nicht, je nachdem, wie ihr es gerne hättet. Und das hier ist es, wenn man öffnet die Schrift. Ihr könnt ja auch noch die Schrift einstellen. Hier unten könnt ihr noch die Schrift einstellen, ob welche Farbe es haben soll. Bei mir ist es türkis und weiß. Ihr könnt ja auch andere Farben wählen. Wie es gerne mögt. Und dann müsst ihr, dürft ihr nicht vergessen, Einstellung speichern immer drücken. Wenn ihr es macht, Einstellung speichern, dann ist es halt gespeichert. Und dann müsst ihr, es ist wichtig, dass ihr zweimal, ihr müsst ja die beiden ja irgendwie reinkriegen. Es ist wichtig, dass ihr zwei Browser habt. Also ich, und auch wichtig, dass ihr das kopiert. Am besten nicht, wenn ihr, obwohl, wenn ihr privat, ich mache jetzt nicht, ich zeige es euch nicht, weil hier ist die, nämlich der Kopie, die Nummer. Und deswegen werde ich das einfach hier kopieren. Ja, der sagt mir dann auch, schütze dich. Ja, der gibt niemals weiter. Werde ich auch nicht. Dann kopiere ich das. Zum Beispiel, ich kopiere das mit dem Abonnent. Ja, weil ihr müsst zweimal das machen. Es geht nicht leider nicht einmal. Einmal, hier habe ich es hier drin, den ich habe. Ich mache mal einmal für euch wieder entfernen, damit ich das euch zeigen kann, wie ihr das reinkriegt. Geht auf Plus, dann geht ihr auf Browser und dann könnt ihr irgendwas eingeben. Ich bleib bei Browser, weil dann weiß ich, okay, das ist halt meine für Abonnent und so. Und dann gehe ich auf OK und dann müsst ihr den Link hier wegklicken. Und dann dann da drauf. Und ich werde es auch, ich sehe es da, also man muss es halt, und dann, okay, ich muss es gleich, ich muss sowieso bearbeiten, mein Video, haha. Dann seht ihr es gar nicht. Und dann könnt ihr es halt ein bisschen kleiner oder größer machen, je nachdem. Halt, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das so machen, so. Und dann das Wichtigste ist noch, dass ihr es testet, ob das auch funktioniert. Und dann macht ihr einfach, wenn ihr testen wollt, einfach hier auf Test Abonnenten. So. Was passiert? Ah, es funktioniert. Also der Test hat funktioniert. Und das Wichtigste ist, der Alarm funktioniert nur, wenn dieser Zuschauer neu, also ziemlich neu abonniert. Also wenn er noch sehr neu ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel einer schon abonniert hat und er macht der gleiche Person nochmal, dann funktioniert es nicht. Das ist das Wichtigste, was, dass ihr das halt wisst. Ja, jetzt müssen wir warten, bis es aufhört. Aber, und dann müsst ihr es zweimal machen. Also wenn ihr jetzt auf die allgemeinen Einstellungen geht, dann müsst ihr es nochmal kopieren und dann nochmal einen Browser oder einen anderen Namen geben. Weil sonst funktioniert es nicht so. Aber, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen. Es gibt ja noch andere Designs, aber ihr müsst dafür Premium haben. Und das dauert, das kostet Geld. Deswegen will ich es nicht machen. Das mache ich zum Beispiel ich nicht, weil ich brauche das nicht. Das ist einfach nur mein Hobby. Und deswegen werde ich das jetzt nicht machen. Aber ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Es gibt jetzt nicht Seiten, wo ihr es machen könnt. Ne? Es gibt jetzt auch, ich habe Tibi Stream, kann man auch machen, aber da habe ich nicht so gute Erfahrungen. Oder jeder andere YouTuber hat eine andere Seite, wo er das, dieses sowas reinbaut und so. Viel verschiedene. Aber für mich ist halt Streamlabs oder die Streamlabs-Seite sehr, sehr gut. Und ich mag es und ja. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und. Und für diejenigen, die es auch haben wollen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Tutorial-Video. Und wir sehen uns heute, ja, dann wieder beim Star Stable Stream. Heute bin ich auf Server 1 unterwegs. Also dann,
Bis zum nächsten Mal. Ciao.